So, herzlich willkommen. Neue Folge der Sicherheitsphilosophen mit einem altbekannten Gast, Florian Flörsheimer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Altbekannt ist gut. Ja, jung, knackig im neuen Jahr. Lieber Florian, herzlich willkommen. Wir haben gesagt, nachdem die zwei Folgen, also wir haben es ja gesplittet, unser Gespräch, im letzten Jahr tatsächlich wirklich sehr gut angekommen ist und wir eine ganze Menge positives Feedback bekommen haben. Wir wollen das auf alle Fälle nochmal wiederholen und vielleicht auch tatsächlich mal an den Punkt kommen, dass wir so ein bisschen eine Konstanz reinbekommen. Und von daher schön, dass es heute geklappt hat. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke. Ist ja auch ein Thema, das man immer weiter verfolgen sollte. Und auch wenn vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel passiert, ja. Ich meine, das hängt natürlich immer von der Position ab, in der man sich befindet, wie weit man involviert ist. Ja, aber vielleicht auch mal für alle Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zusehende. Ich denke, es ist egal, in welchem Bereich man in der Branche arbeitet, es ist immer wichtig, da mit offenen Augen und Ohren wahrzunehmen, was da so passiert. Ja, vor allem, ich finde das auch ganz spannend, du hast das ja gesagt und das war ja so ein bisschen der Aufhänger, die wir auch in der letzten Folge haben, auch wenn nicht viel passiert ist. Ich finde das, gerade das ist ja möglicherweise auch ein Zeichen, ne? Also wenn nicht viel passiert ist, ja dann auch die Fragestellung wieder, um nochmal so ein bisschen an unser letztes Gespräch anzuknüpfen, wie wichtig sind wir? War ja jetzt auch wieder eine ganz große Aufregung gewesen, neue Bundesregierung, die hat sich das Sicherheitsdienstleistungsgesetz oder wie auch immer sie es nachher nennen wollen, auf die Agenda geschrieben und auch in ihren Koalitionsvertrag. Dann gab es kurz mal ein paar Pressemitteilungen vom BDSW und dann ist jetzt wieder Stillruht der See an dieser Stelle und können uns ja überraschen lassen, was da kommt, was deine Einschätzung ist. Naja, ich meine, das ist jetzt also auf der Ebene, ja, das Verbandes und der ja am meisten aktiv ist, am meisten in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Das muss man dabei natürlich immer berücksichtigen. Ich meine, es gab ja vor kurzem dieses Pressegespräch, jetzt vor knapp 2 Wochen, hast du es sicher auch gesehen. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt an die Zuhörenden, Sehenden gerichtet, mal anschauen. Das war ja das erste digitale Pressegespräch, das der BDSW durchgeführt hat. Schon interessant. Natürlich, also auf der einen Seite, da wiederholen wir uns jetzt, alle wissen, wir haben jetzt 2 Jahre die Pandemie. Die Pandemie hat zu Einschränkungen bei vielen Sicherheitsfirmen geführt. Ja, Aufträge konnten nicht ausgeführt werden. Auf der anderen Seite gab es so ein bisschen ein paar neue Tätigkeiten, wo sich die Frage stellt, wie entwickelt sich das da weiter? Ja, und auch der neue Hauptgeschäftsführer oder auch der Florian Graf und der Präsident, wie heißt er doch gleich? Gregor Lehnert. Lehnert, genau. Die ja dann da vorgetragen haben zum Beispiel beim Thema Einzelhandel gesagt, naja, weil man jetzt so ein bisschen, da gab es eine Frage an Journalisten, ja, der Einzelhandel, die Leute kaufen immer mehr online ein. Ja, der, gleichzeitig wegen der Pandemie war dann die Frage, braucht der Einzelhandel nicht trotzdem, der jetzt noch besteht, mehr Sicherheitspersonal? Und es wurde gesagt in einem Pressegespräch, ja, da sträubt sich der Einzelhandel so ein bisschen dagegen, ne? Weil das ist ja auch ein Kostenfaktor. Ne? Lohnt es sich da jemanden hinzustellen, ja oder nein? Und selber von Herrn Lehnert wurde selber gesagt, naja, da in dem Sektor geht die Reise hin wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zu technischen Lösungen vor allem. Ne? Dass im Einzelhandel technische Lösungen in Zukunft bevorzugt werden. Ja. Ja und dann könnte man auch, so Ähnliches gilt vielleicht auch so für Bereiche wie die Flughafensicherheit. Ja? Kann ich mir vorstellen, weil das ist ja ein hoher Kostenfaktor. Ja? Ja. Da ist der Trend doch, glaube ich, sowieso zu sehen. Ja, okay, was haben wir aber jetzt zusätzlich noch? Zurück zu dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, weil du es angesprochen hast. Also da ist ja im Moment gar nicht der Fokus drauf, der neuen Koalition. Ne? Da steht ein bisschen was im Koalitionsvertrag drin. Und das sind alle Augen auf ganz andere Dinge gerichtet. Ja, aber das wäre wahrscheinlich auch ohne Ukraine-Krise oder ja, oder Energiedebatten der Fall. Und ich denke, das
wissen die Lobbyisten auch so, die haben das sicher auch nicht erwartet, dass da ganz schnell was passiert, selbst wenn man das nach außen hin artikuliert. Sicher so, es geht, weißt du, ich meine nur, es geht jetzt überhaupt erstmal darum, dass dieses Thema auf der Agenda grundsätzlich bleibt. Und die große Hoffnung ist sicherlich, dass es im Laufe dieser Legislatur mindestens einen Referentenentwurf gibt. Ja, das wurde auch von Herrn Lehnert gesagt. Also mindestens sollte es einen Referentenentwurf geben, ne? Also der dann eingebracht wird in den legislativen Prozess. Ja, und dann weiß man ja nie, wie lange sowas dauern kann. Also abgesehen von dem formalen Verfahren, meine ich, sondern wie dann entsprechend reagiert wird von den Beteiligten. Ja. Ja, so. Also das ist so eine Sache, die werden die Sicherheit verfolgen, forcieren, ja. Und dann kommen da ja noch ein paar andere Dinge so dazu, die parallel laufen, die ja auch in diesem Pressegespräch angesprochen worden sind. Da ist zum Beispiel die eine Geschichte mit der Frage, die so ein bisschen parallel läuft, aber die auch so nach der Vorstellung von einigen natürlich auch Bestandteil von so einem Gesetz sein soll, nämlich die Anerkennung als Bestandteil der Kritis, Infrastruktur. Aber ich kann soweit, also ich verstehe das so im Moment, so ähnlich wie jetzt ist ja mittlerweile 13 Jahre her, dass das Sicherheitsgewerbe als Bestandteil der Sicherheitsarchitektur anerkannt worden ist, indem es einfach in diesem Programm zur Fortschreibung der inneren Sicherheit 2009 Erwähnung findet und auch eine kurze Umschreibung, ja, wo dann das Sicherheitsgewerbe zu verorten ist, ne, mit welchem Gebrauch. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch sehr damit zufrieden sein werden, erstmal, wenn zum Beispiel so ein ähnliches Papier das auch nochmal festhält, ne, dass das Sicherheitsgewerbe auch Bestandteil der kritischen Infrastruktur ist. Was ich meine ist, dann natürlich müsste man jetzt vermuten, da kann eine ganze Menge an anderen Dingen dahinter stecken, die auch problematisch sind, ne? Stichwort Streikrecht. Ja, aber ich glaube, die sind da, glaube ich, sehr professionell, sehr vorsichtig, sehr geduldig. Und wenn dann irgendwo die Regierung nur sagt oder ein Ministerium, ja, oder irgendwas gibt ein Papier, wo die Regierung nochmal feststellt, ja, auch die Privaten sind eben Teil der Kritis, dann ist das erstmal schon ziemlich viel erreicht aus der Perspektive. Ja. Lass uns erstmal nochmal diese Themenblöcke, die du gerade angesprochen hast, versuchen so ein bisschen zu sortieren. Ich starte mal vielleicht der erste Punkt, den du sagtest, Substitute, letztendlich technische Substitute für personelle Dienstleistungen. Das hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, weil das war ja bisher weder, ich sag mal, ein klassisches Geschäftsmodell der privaten Sicherheitsdienstleister gewesen. Also schauen wir uns an, was seit Beginn der Pandemie mit Personenzählung und ähnliches erfolgt, da sind die Produkte, die Ideen, die technischen Weiterentwicklungen, die relativ schnell den doch hohen Personaleinsatz wieder deutlich reduziert haben, nicht aus der Branche gekommen. Hattest du jetzt den Eindruck, dass es hier neue Ansätze gibt, zu sagen, wir müssen Sicherheit ganzheitlich denken, oder sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, okay, wir bleiben bei Personaldienstleistungen und lassen uns rechts oder links überholen von denjenigen, die praktisch uns oder unseren Mitbewerbern, die praktisch unsere Dienstleistungen in einigen Bereichen obsolet machen? Ich glaube, das Problem ist, also wenn du dir ja die bekannte Struktur, ne, des ganzen Dienstleistungsmarktes anschaust, die Firmen und das Gros der Firmen hat ja überhaupt nicht die Mittel, da irgendwie einzusteigen, ne, in Entwicklung oder Anbieten von Technologie. Das ist vielleicht eher eine Sache von den ganz großen, ja, oder den mittelgroßen Unternehmen, ja, die bereit sind, also und die auch, sagen wir mal, so einen Weitblick haben und auch die Bereitschaft, auch die Mittel haben, in die Richtung hin zu denken und zu investieren. Ja, aber wie das immer so ist bei der Einführung von neuen Technologien, die müssen sich ja erstmal bewähren, die müssen erstmal vom Kunden akzeptiert werden, ja, oder gewollt werden. Und wenn sich das dann so ein bisschen durchgesetzt hat, dann werden diese Produkte dann auch günstiger und können vielleicht auch von mehr angeboten werden. Also es gibt ja zum Beispiel, hat mir ein Geschäftsführer erzählt, das ist auch nichts Ungewöhnliches im Marktgeschehen.
Der hat nämlich gesagt oder er hat vermutet, dass die Firmen, die frühzeitig bereit sind, die diesen Weitblick haben und frühzeitig bereit sind, auch in Technologien oder in diese Kombination, Dienstleistungen und Technik, also integrierte Gesamtlösung, wie das manchmal genannt wird, zu investieren, das anzubieten, also das erstmal verfügbar zu machen, ja, dass die sich dann langfristig durchsetzen werden und die, die dann nicht mithalten können, dann das Nachsehen haben. Mhm. Dann natürlich hast du immer die Kleinstunternehmen, die im Grunde nur wenig Personal anbieten, ne, meistens dann als Nachunternehmer, die wirst du immer haben, weil auf die sind auch die Großen angewiesen. So, ja. Na, aber durchsetzen auf dem Markt, weil die These von diesem Geschäftsführer werden letztlich nur die können, die eben in der Lage sind, die Technik sinnvoll zu kombinieren mit ihrer Dienstleistung, ja, und wie gesagt, das auch dem Kunden verkaufen zu können. Mhm. Na, also das ist wie, also gewissermaßen so könnte man sich oder muss man sich das vielleicht vorstellen, dass da auch so ein leichter disruptiver Effekt stattfindet. Mhm. Ja? So ich wie bei anderen Technologien, wenn die erstmal sich durchgesetzt haben, Smartphone, Digitalkameras, was weiß ich, ja, mhm. Dann will das jeder haben. Ja, diejenigen, die es am ehesten produziert haben, ja, die haben dann eben, sind dann die Gewinner. Ich habe mal gerade, um ein bisschen so vielleicht auch deiner These etwas entgegenzusetzen, gerade für diejenigen, die uns jetzt auf YouTube zuschauen und nicht als Podcast hören, gerade mal die Homepage von der Security Robotics aufgemacht. Die wenigsten wissen, dass da die Firma oder Sicherheitsdienstleister Ciborius dorthinter steckt, also ein Unternehmen, was jetzt nicht zu den Top 10, Top 20, 30, würde ich mal in Deutschland sagen, dazu zählt. Aber die sind momentan tatsächlich das einzige Unternehmen, das in Europa die Lizenz hat, den Boston Dynamics Bot zu vertreiben, den man dann hier auch auf den Videos teilweise sieht. Und die setzen den jetzt tatsächlich in den unterschiedlichsten Bereichen, zumindest im Piloten ein, können den offensichtlich selber programmieren. Ich durfte ihn tatsächlich auch vor ein paar Monaten selber mal steuern und anfassen. Also das ist total faszinierend. Und das macht halt ein Kleinstunternehmen, also oder Mittelständler, lass es mich mal Mittelständler an dieser Stelle sagen, der sich angeschaut hat und gesagt hat, okay, wie kriegen wir neue, moderne Technologien auf den Markt? Und das finde ich insofern spannend, weil er offensichtlich, und das habe ich heute auch in der Pressemitteilung gelesen, die zusammen jetzt mit DFL und DFB ein Drohnensystem auch pilotieren wollen. Möglicherweise zum Thema auch Einlasskontrollen und personelle Unterstützung. Also es gibt ja offensichtlich Ideen, weshalb meine Gegenthese an dieser Stelle so ein bisschen vielleicht an der Stelle wäre, zu sagen, naja, vielleicht trauen sich die Großen auch noch nicht so wirklich, beziehungsweise sind vielleicht auch zu sehr mit ihrem eigenen Business beschäftigt. Ja, da hast du recht. Also ich wollte ja auch eher sagen, dass die großen Unternehmen in der Lage wären, ja, aber du hast, ja, es stimmt schon, so ein Unternehmen, das jetzt so hoch spezialisiert ist, wie dieses, das du vorgestellt hast, ja, denen gelingt dann vielleicht ein Marktzugang, indem sie dann eben mit bestimmten Großkunden kooperieren, ne, die dann auch ganz spezielles Interesse daran haben, weil sie da einen besonderen Vorteil sehen. Wenn das dann dazu führt, dass zum Beispiel andere Unternehmen, die bisher die Personaldienstleistung angeboten haben, ne, dann nicht mehr genommen werden, wäre das natürlich ein Problem. Und es gibt noch ein anderes Problem, das so deine These jetzt auch nochmal unterstützt. Schaut man sich Securitas an, da ist natürlich auch, ich habe gesagt, das wäre jetzt so einer der Großen, die dazu in der Lage wären. Die Frage ist, wollen sie das auch? Sehen sie das? Ne? Das, die Größe allein garantiert es ja nicht. Und da, man könnte auch sagen, naja, bei großen Unternehmen gibt es immer die Gefahr, dass sie sehr konservativ sind, dass sie nicht risikobereit sind, ja, dass die Kleinen eher risikobereit sind. Ja, das weiß man bei Beispiel Kodak früher, Kodak, ne, große Filmhersteller, die Digitalkameras oder die Digitalfotografie eigentlich schon früh in der Schublade hatten, aber nicht rausgeholt haben, weil sie ihr eigenes Geschäft mit den analogen Filmen kaputt gemacht haben. So, ja, und deswegen haben sie es gelassen, andere haben den Vorteil genutzt.
wäre das vielleicht bei Securitas auch der Fall, dass die vielleicht in eine ähnliche Richtung denken, ja? Dass es sich für sie gar nicht lohnt, ne, diese technischen Lösungen forciert umzusetzen. Ich kann es ja jetzt nicht beurteilen, aber man sollte eben erwarten, dass der größte Konzern der Welt, der zweitgrößte, dazu eigentlich solche Überlegungen trifft. Und dann, aber, und das war auch das Argument von diesem Geschäftsführer, die machen ja vielleicht Folgendes. Die stecken jetzt nicht viel Kohle rein in die Entwicklung von Technik, ja, sondern die beobachten natürlich auch den Markt. Und die sind vielleicht dann darauf auch, so eine spezialisierte Firma wie diese zu kaufen oder denen halt Lizenzen abzukaufen, wie auch immer. Ja, das ist dann, das ist das Einfachste. Ich meine, Securitas hat ja auch schon immer sich in Märkte eingekauft, indem sie dann am Markt, wo sie noch nicht waren, ne, die ansässigen Firmen gekauft haben. Und dieselbe Strategie lässt sich so vermuten, wendet man dann eben auch in diesem Thema, bei diesem Thema an. Ja, also sehe ich tatsächlich als sinnhaftes Argument, auch dahingehend zu sagen, du hast ja auch betriebswirtschaftlich ja dann auch ganz andere Kosten. Du machst die Entwicklungskosten nicht mehr, du hast die Investitionen und du trägst vor allem auch das Risiko nicht. Ist auf alle Fälle nachvollziehbar, ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Spekulation und wird im Zweifel wird das ein Mix aus allen Argumenten sein, von Schuster, bleib bei deinen Leisten, über einen konservativen Ansatz bis hin zu, machen wir uns damit vielleicht nicht unser eigenes Geschäft an dieser Stelle vielleicht auch kaputt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hattest ja den einen oder anderen Sicherheitsdienstleister jetzt auch in deiner Vorlesung gehabt. Hast du daraus so einen Tenor, so einen Zukunftstrend wahrnehmen können, der in irgendeine Richtung zeigt? Das ist schwierig. Ein Trend, der in irgendeine Richtung zeigt. Ja. Also ich glaube, zumindest lasse ich mich konkretisieren, ja. Bei den Terminen, wo ich mit dabei war, war ja immer so dieses grundlegende Problem Personalmangel. Dann hat sich, glaube ich, das hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen durch alle Seminare, die gehalten wurden. Aber am Ende des Tages hat, so war zumindest mein Eindruck, niemand so wirklich eine Lösung angeboten. Der ein oder andere hat darüber gesprochen und hat gesagt, naja, wir versuchen wenigstens die zu halten, die bei uns sind. Auf Nachfrage war es dann auch immer schon schwierig. Lass es mal unter Geschäftsgeheimnisse zusammenfassen, wie das erfolgen soll. Aber wir haben ja auch und wir erleben ja auch an der anderen Stelle, und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir es nach der Pandemie oder in den Ausläufern der Pandemie tatsächlich auch nochmal wirklich krass erleben werden. Wir haben ja auch so diesen Kannibalisierungseffekt irgendwie mit extrem hohen Wechselprämien, Angeboten an Mitarbeiter, ja, möglichst schnell lieber Quantität statt Qualität zu erbringen. Das kann ja irgendwie auch nicht wirtschaftlich sein am Ende des Tages. Also was das ganze Gewerbe im Moment ja so bedrückt, ist, dass durch das Bewacherregister, Zuverlässigkeitsüberprüfungen und so weiter, es etwas Zeit braucht, die eigenen Mitarbeiter einzusetzen. Ne? Da wird drüber geklagt, auch in diesem Pressegespräch wurde das angesprochen, es vergehe zu viel Zeit, bis man die Leute einsetzen kann. So, ne? Das ist das, was so mein Eindruck, was da am meisten jetzt gerade, wo am meisten der Schuh drückt im Moment. Ja, weil das natürlich doch Eingriffe in den bisherigen Markt sind, ja, für viele Unternehmen. Mhm. Ja, und die müssen sich also erstmal damit arrangieren, ihr Geschäftsmodell, ihre Abläufe, die Vereinbarung mit den Kunden damit in Einklang zu bringen. Ja, ich weiß nicht, ob dann ein Unternehmen jetzt im Moment. Die suchen ja alle, händeringend Leute, ist klar. Übrigens, du hattest es mir neulich auch mal erzählt und Herr Stoppelkamp hat es mir gegenüber bestätigt, diese mehr von 40.000 offenen Stellen. Er hat ja gesagt, das war ein Versehen. Ja, das war irgendwie, Pressesprecherin hat da irgendwie was falsch verstanden oder sowas in der Art, ne? Und hat einfach irgendwelche Zahlen so blind übernommen. Ja, das hat wohl aber auch mit Statistiken zu tun,
der Arbeitsagenturen, die ganz anders rechnen da. Ne? Und die hohe Fluktuation dabei wahrscheinlich auch gar nicht so berücksichtigt haben. Naja, ich finde, es ist im Moment schwer einzuschätzen. Ja, weil es hängt alles davon ab, du hast es im Grunde ja schon angesprochen, wie wie wird sich die Situation darstellen nach dem Ende der Pandemie? Ja, und es wird sich mit Sicherheit werden Dinge anders sein als vorher und es wird nicht einfach so sein wie davor. Das ist in vielen Bereichen der Fall. Ja, da darf man sich keine Illusion machen, dass das alles so schön weitergeht. So. Das heißt, die Branche ist ja unheimlich davon abhängig, wie hoch der Bedarf ihrer Kunden ist. Ja, und die Kunden im Privatsektor, für die ist Sicherheit immer ein Kostenfaktor, auch heute ja noch ganz stark. Das heißt, ne, die überlegen sich dann dreimal, ob sie da investieren. Beklagt wird allerdings ja häufiger, weil also der Privatsektor ist ja relativ stabil geblieben. Was gewachsen ist, ist ja so der staatliche Sektor oder der öffentliche, auf die öffentlichen Kunden. Ne? So, und da ist es so, da beklagt man sich, ja, die Situation könnte viel besser sein, ne, wenn die öffentlichen Auftraggeber bereit wären, mehr zu bezahlen. Ja, und das wird immer wieder, das ist ja schon eine fast eine Litanei, die immer wieder wiederholt wird. Ja, und man schiebt den schwarzen Peter denen zu, sicherlich auch nicht völlig zu Unrecht, aber seitens der öffentlichen Auftraggeber sehe ich keinerlei Interesse daran, irgendwas zu ändern. Ich finde, du bist heute überraschend arbeitgeberfreundlich oder positiv. Ich würde noch mal auch mal wieder an dieser Stelle, und das finde ich ja das Schöne auch im Gespräch mit dir, ich würde mal wieder mit einer Gegenthese starten. Ja. Wir haben diese Woche auch wieder einen Kurs an einer Akademie gehalten zur Vorbereitung zur Sachkundeprüfung und sind jetzt eigentlich seit Anfang des Jahres permanent bei den unterschiedlichsten Bildungsträgern unterwegs. Mhm. Und nicht nur ich, sondern auch meine Dozenten erleben an dieser Stelle, dass wir uns nicht mehr wundern darüber, dass wir Durchfallquoten von 60% oder 70% inzwischen haben bei der Sachkundeprüfung, weil wir... Nee, A, es ist nichts Neues, aber B, du merkst ja auch, also mir hat eine Sachbearbeiterin vom Jobcenter schon 2014, 15 muss das gewesen sein, gesagt, Herr Horn, wir sind schon am Kaffeesatz der Kunden angekommen. Also ich kann ja, hoffentlich Ihnen fühlen Sie jetzt die Zuhörenden nicht auf den Fuß getreten. Ja, sollen sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber sei es drum. Also ja. es ist ja überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise möglich, Personal hinterherzuholen. Es fehlt an dieser einen oder anderen Stelle auch an dem Punkt der Attraktivität, glaube ich, der Branche. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, auch in den Kursen, hast du ganz selten jemanden da drin, der wirklich sagt, ja, ich möchte Sicherheitsmitarbeiter werden, möchte meine Sachkundeprüfung machen. Dann haben wir viele dabei, die eben sich daraus erhoffen, dass sie dann beispielsweise ihren Asylstatus behalten können oder verlängern können oder dann die Einbürgerung irgendwann haben. Und viele einfach auch, die gesagt haben, ja, ich muss es machen, weil sonst kriege ich irgendwie Probleme. Ja. Und wenn ich mit dieser Motivation reingehe, dann kann ich natürlich auf der einen Seite auch als Arbeitgeber sagen, Mensch, ja, ich verkaufe mal den Mitarbeiter an den Kunden irgendwie und der Kunde ist der Dumme, der ja nicht zahlen will und deshalb habe ich die Probleme. Aber das spricht doch in keiner Art und Weise von einer aufgeklärten, selbstbewussten, eigenverantwortlichen Branche. Weil das ist so ein bisschen, da werden wir vielleicht auch nochmal nachher darauf kommen, wenn wir über Kritis reden oder die Diskussion, die wir gerade um Kritis haben. Es wird halt immer auf die anderen gezeigt und entweder die müssen machen oder die müssen mehr zahlen oder die müssen dafür sorgen, dass sich die Situation verbessert und aber bloß nicht wir als Branche. Also das ist momentan so ein bisschen mein Eindruck. Jeder schafft irgendwie daran, so ein bisschen Geld zu verdienen, wirtschaftliches Maximum.
Man dreht seine Argumente, wenn ich dran denke, 2019, was der BDSW da für ein Bild gemalt hat zur Pandemie und der Sicherheitsbranche und dass hunderte Dienstleister pleite gehen werden und Millionen Entlassungen da entstehen werden und ja, wir ja die Ersten sein müssen, die von den Corona-Hilfen profitieren. Und dann schaut man sich die Lünendonk-Liste an und sagt, selbst die, es wird kleine Unternehmen geben, die wirklich gebeutelt sind. Es wird auch viel, sind ja auch welche aus der Veranstaltungsbranche, Dienstleister gestorben. Das muss man ja auch sagen, mit einer sehr, sehr langen Tradition. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Gesamtbranche anschaue, dann bin ich plötzlich an einem Punkt, wo ich mir gucke, dass die Umsatzzuwächse trotzdem existent sind. Nicht bei allen, aber zumindest bei denjenigen, die vielleicht breiter aufgestellt wurden. Also, ja. Also da, ich meine, da, so eine, es ist schwierig, da eine ganz eindeutige Antwort zu geben oder eine, ich meine, vielleicht hat man da zu viel erwartet, dass jetzt durch so eine Pandemie da irgendwie ganz groß sich was ändert. Ne? Also es ist eine Krise und es gibt natürlich verschiedene Formen von Krisen, immer mal wieder. So. Und mit den Krisen gehen die gesellschaftlichen Akteure alle irgendwie um. Jeder so, versucht entweder möglichst wenig Schaden dadurch zu bekommen oder vielleicht sogar einen Gewinn, einen Nutzen daraus zu ziehen. Ja, also indem man zum Beispiel sagt, wir sind in einer Krise, jetzt sind wir ganz wichtig, noch wichtiger als vorher oder so. Ja, und das ist natürlich auch Politik, ja, immer. Ja, und es ist ja so, wenn so eine Krisensituation, ja, die dann dazu führt, dass die Teile des Wirtschaftslebens erlahmen, produziert ja auch Angst, produziert Angst bei den Leuten, die Gewerbe haben, bei den Beschäftigten in der Bevölkerung. Und Angst ist ja kein guter Ratgeber, aber wozu sind Sicherheitsunternehmen da? Die sind ja auch immer dafür da, für den Reibungslosen als ein Teil, ne, der dafür zuständig ist, dass das Wirtschaftsleben, der Konsum, der Handel, ja, Angebot und Nachfrage auch funktionieren. Ne? Die sind nicht unmittelbar für das Geschäft zuständig, eine Randbedeutung, aber sie leben ja davon, dass das Wirtschaftsleben floriert. Manche sagen auch von der Krise, aber das ist dann so gemeint, dass Krisen immer Situationen sind, die man stabilisieren möchte. So, jetzt haben wir also diese eine Entwicklung. Da gibt es Parallelentwicklungen, die da auch noch dazu kommen. Ne? Also der Trend zum E-Commerce, ja, oder zum Internethandel, Kauf, der ist ja, war ja vor der Krise da, der ist jetzt nur noch gepusht worden. Und das ist vielleicht so eine Sache, wo man sagen kann, das wird auf dem höheren Niveau weitergehen. Mhm. Ja, die Leute werden nicht plötzlich anfangen, wieder in die Geschäfte zu rennen, nehme ich mal an, in der großen Masse, sondern haben sich daran gewöhnt, noch mehr als vorher online einzukaufen oder Dienstleistungen irgendwie, ne, in Anspruch zu nehmen. Ja, und darauf müssen die ja irgendwie reagieren, denke ich mal, ne, auch in der Branche. Jetzt hast du noch einen anderen Punkt, bevor du jetzt ansetzt, die Beschäftigten selbst. Also vielleicht ist es ja so, dass bei den Beschäftigten in der Sicherheitsbranche ein ähnlicher Frust sich so entstanden ist wie bei den Pflegekräften. Mhm. Ja? Der sich jetzt vielleicht so ein bisschen entlädt. Ich meine, wenn die Aufträge gut laufen, wenn es floriert, wenn es irgendwie vorwärts geht, ja, wenn die Perspektiven bessere sind, dann stellen die Unternehmen auch mehr Leute ein und dann können auch viele Leute denken, okay, ich kann auch in der Sicherheitsbranche arbeiten. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass durch die Krise jetzt, ne, also natürlich spielt so eine Corona-Pandemie mit den Lockdowns, mit den Unsicherheiten da auch eine Rolle bei den Beschäftigten, wie sie mit der Situation umgehen. Ja, und wie die Lust ist, sage ich mal, arbeiten zu gehen. Und ich meine, die Notwendigkeit wird bei vielen ja noch mehr da sein, ja. Oder gerade diejenigen, die dann weniger zu tun haben. Klar, ne? Wir haben aber noch eine andere Entwicklung, das darf man vielleicht dabei nicht vergessen, auch wenn das so eher im Hintergrund abläuft. Die Sicherheitsbranche, wie ist die groß geworden? Vor allem auch, ne, mit der Etablierung eines Niedriglohnsektors. Das war ja, ne, vor 20 Jahren, als der eingeführt worden ist, ganz wichtig eigentlich, um das notwendige Arbeitskräftepotenzial zu haben.
Ja, Leute, die also, es wird ja heute auch oft beklagt, ne, bis vor 10 Jahren sind die Leute noch in die Branche reingegangen, auch wenn es nur 5 Euro die Stunde gab. Ne? Also, weil einfach irgendwie, es war vielleicht weniger Arbeit da, es wurde angeboten, ja, und da haben die Leute das eben auch akzeptiert. So. Und ich würde mal behaupten wollen, dass wir jetzt in der Phase sind, nach der Erfahrung des Arbeitens in so einem Niedriglohnsektor, ja, aber auch mit solchen Dingen wie Mindestlohn oder, sagen wir mal, eine Abkehr von Hartz IV und der Idee eines Bürgergeldes. Das sind alles so kleine Bausteine, Puzzleteile, die da eine Rolle spielen. Ja, dass ich sogar sagen würde, es sind immer weniger Leute bereit, in der Branche zu arbeiten. Ja? Ja. Ich glaube, das ist ein Trend. Also bei der Masse der Leute, die Ungelernten oder eben die gerade mal nur eine Unterrichtung, eine Sachkunde gemacht haben, ja, und die sie dann halt machen mussten, damit sie da verschiedene Tätigkeiten ausüben dürfen in der Branche, ja, die das aber alle, wie du schon gesagt hast, nicht aus Überzeugung machen, die haben ja jetzt auch nicht die Fachkraftausbildung angetreten oder so. Mhm. Ja, und sich dazu entschieden, das ist ja wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz, ich will jetzt hier in einem Sicherheitsgewerbe arbeiten. Die Leute in meinem Unterricht zum Beispiel, also die Leute, die Sicherheitsmanagement studieren, Studiengang, den es ja auch erst seit wenigen Jahren gibt, das ist sozusagen die erste Generation, ja, oder jetzt vielleicht auch noch, wenn man in Generation sprechen will, vielleicht schon die zweite, wo es Leute gibt, die bewusst, ne, sich ausbilden, um in der Branche mindestens auf Ebene mittlerem Management zu arbeiten. Hat es ja bisher nicht gegeben. Du sagst ja doch selber immer, wo kommen die Leute eigentlich her, die in den verantwortungsvollen Bereichen in der Branche arbeiten. So, ja. Und die Masse der einfachen Beschäftigten, ja, die sind, glaube ich, froh, wenn sie die Gelegenheit bekommen, woanders zu arbeiten, ja, oder vielleicht die Notwendigkeit, arbeiten zu gehen, nicht mehr so stark ist. Also wenn jetzt zum Beispiel, da kenne ich mich jetzt leider auch zu wenig aus, aber ich meine, die Arbeitsagenturen, wie die arbeiten, hat sich ja auch viel geändert, ja. Und die Sätze sind höher geworden. Der Druck, alle möglichen Arbeiten anzunehmen, hat abgenommen. Aufgrund, ne, von vielen Protest in der Zivilgesellschaft und auch bei den Betroffenen, ja, die sich das nicht gefallen lassen wollen. Ja, also könnte man jetzt sagen, diese Basis, die eine gewisse Voraussetzung war, dafür, dass viele Leute in der Sicherheitsbranche da noch arbeiten gegangen sind, die bricht so ein bisschen weg. Also malst du eher tatsächlich ein Bild auf, dass die Situation sich dann doch verschlimmern wird? Also das ist ja, ganz spannend jetzt gerade. Du sagst, auf der einen Seite ist es so ein bisschen die Emanzipation vielleicht auch der Mitarbeiter in einem, ja, auch in einem Verhältnis von, ich sag mal, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich habe hier gerade mal, das fand ich gestern ganz spannend, da gab es einen Bericht in der Taz, wo dann eben auch letztendlich im Rahmen der Auswirkungen, der Maßnahmen, der politischen Maßnahmen, gesetzlichen Maßnahmen auf bestimmte Berufsgruppen abgezielt wurde und wo auch letztendlich ein Sicherheitsmitarbeiter auch zu Wort kam, der letztendlich dann auch sehr deutlich beschrieben hat, dass es eben diejenigen sind, die dann auch vieles ausbaden. Und da könnte man ja jetzt an der Stelle auch die These aufstellen und sagen, ja, pass mal auf, das war vielleicht auch in der Vergangenheit die Sicherheitsbranche ein sehr komfortabler Beruf. Klar, ich habe nicht viel Geld verdient, aber ich war vielleicht auch nicht wirklich an der Stelle in der Position, dass ich in einem erheblichen Maße damit konfrontiert war, und jetzt formuliere ich es nochmal böse, besonders viel für mein Geld zu tun, sondern dann war ich halt im Objekt, ja, ich bin vielleicht auch meine Kontrollgänge gelaufen, hatte dann aber vielleicht in meiner, also ich übertreibe jetzt mal bewusst, hatte aber jetzt vielleicht in meiner Pforte einen Fernseher, hatte Internetzugang, also war irgendwie entspanntes Geld verdienen. Und jetzt sind wir plötzlich in der Situation und an einem Punkt gekommen, wo sich das vielleicht auch rächt, weil der Sicherheitsmitarbeiter auch selber feststellt oder die Branche an sich feststellt und sagt, naja, es ist halt jetzt nicht mehr nur das einfache Leben und vielleicht auch die einfachen Ermahnungen, mal davon abgesehen, dass es vielleicht auch wirklich an der einen oder anderen Stelle
ja, ein Täter mal gestellt wurde nach Einbruchalarm oder bei Veranstaltungen man mal zupacken musste oder in der Ähnliches. Aber wir merken, dass vielleicht jetzt auch durch die Pandemie die gesamte Branche in all ihren Teilbereichen eben stärker gefordert wird und dann bei den Mitarbeitern ein so meinst Denken du, dass eintritt. Das sozusagen diese erhöhte Anforderung, die sich durch die Situation ergibt, dass die ein Grund sein kann dafür, dass da vielleicht Leute wegbleiben, weil sie ja mehr gefordert werden? Ja, also wegbleiben vielleicht nicht, sondern weggehen an der Stelle. Okay. Weil ich glaube, es ist schon was, dass das eine zu sagen, okay, ich weiß, ich verdiene vielleicht meine 11 Euro, dafür sitze ich nur in Anführungsstrichen an der Pforte, lasse vielleicht tagsüber 3 LKWs rein, nachts sitze ich da und wenn was passiert, rufe ich meine großen Brüder, wähle die 110 und dann machen die schon meinen Job an der Stelle. So, jetzt sind wir plötzlich in der Situation, wo es eben nicht nur die Pforte ist, sondern dann muss ich, weiß ich nicht, 3G-Kontrollen machen, dann habe ich plötzlich vielleicht auch im ÖPNV viel mehr Konfrontation mit Fahrgästen. Und dann kommt der Mitarbeiter und sagt, naja, habe ich früher meine 11 Euro, und jetzt mache ich mich vielleicht ganz unbeliebt, im Schlaf verdient, mehr oder weniger, beim anderen vielleicht wortwörtlich, muss ich jetzt für meine 12 Euro was tun? Und dann kommt plötzlich vielleicht auch so ein Gedankengang in Wege und sagen, okay, ist es denn überhaupt das Wert? Also ich weiß, dass ich ein erhöhtes Konfrontationspotenzial habe. Ich bin dann der Fußabträger, Treter des Frustes der Gesellschaft, weil die Leute A, vielleicht auch gar nicht mehr bei der Schnelligkeit der Corona-Verordnung mitbekommen, was heute Gesetz und Ordnung ist. Ich muss das umsetzen. Polizei zieht sich zurück, Bundespolizei zieht sich zurück, alle verweisen irgendwie da drauf und dann kommen wir halt an den Punkt, was du sagst, wo haben wir denn die Zunahmen? Und die Zunahmen haben wir ja konkret im öffentlichen Bereich und dann stehe ich plötzlich da als Mitarbeiter und soll dann derjenige sein, der dann für ganz wenig Geld, und dann kommt vielleicht auch echt die Kosten-Nutzen-Rechnung auf und dann sagt sich der ein oder andere, okay, dann verlasse ich es. Oder, was ja auch nochmal so ein Trend ist, was wir ja auch deutschlandweit momentan erleben, was vielleicht auch ganz spannend wird, wenn sie denn dann mal gut qualifiziert sind zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit ausgebildet werden, dann sind das ja auch genau diese Zielgruppen, die momentan ja bei den kommunalen Ordnungsdiensten gesucht werden. Ich denke da mal in Dortmund, die jetzt selber ausbilden zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. München will ja seinen eigenen Sicherheitsdienst aufbauen, mal gucken, ob sie es schaffen, aber zumindest die Intention ist da. Also da bewegt sich auch eine ganze Menge und dann sind wir wirklich in so einer Kosten-Nutzen-Gedanken drin. Ja, ich verstehe. Es klingt auf jeden Fall plausibel. Ja? Das wäre jetzt aber so, im Grunde sagst du ja damit, wir haben einen Kipppunkt von einer Situation, wo im Sicherheitsmitarbeiter einfach nur hingestellt wurde, ja, weil es ein neues Geschäftsmodell, und da stellt mir jemanden hin, der suggeriert mindestens Sicherheit, ne, der steht für das Bedürfnis nach subjektiver Sicherheit. Und das hat deswegen auch funktioniert, da steckt so ein bisschen da drin eigentlich, in dem, was du sagst, weil es nicht riskant war. Ja. Dass die Leute das jemals gern gemacht hätten, würde ich bezweifeln, auch damals nicht. Aber jetzt ist vielleicht der Frust größer aus verschiedenen Gründen. Ne? Einmal, weil möglicherweise, da müsste man aber genau hingucken, wie relevant das tatsächlich ist, welche Größenordnung das hat. Ja? Dass also sozusagen die Ansprüche da an den beruflichen Alltag tatsächlich gewachsen sind und die Leute das gesagt bekommen und die Leute das auch spüren. Ja, also in ihrem Alltag, dass sich da vielleicht auch bei dem einen oder anderen Mann, der das tatsächlich vergleichen kann, sagt, hier hat sich was verändert, ich werde mehr gefordert und deswegen weg. Aber die Situation vorher hat wahrscheinlich auch viele verjagt oder sie war halt nur deswegen erträglich, weil nichts passiert ist, aber 8 Stunden rumsitzen macht auch keinen Spaß. Aber auf alle Fälle nicht, aber es stimmt, andersrum da hast du schon recht, würde es auch nicht zutreffen, dass die Leute jetzt, weil sie endlich gefordert sind, Spaß an dem Job hätten oder so. Das glaube ich auch nicht. Ne? Also ich kann es ja ich will es mal mit einem plastischen Beispiel einfach machen, damit es vielleicht auch ein bisschen konkreter wird. Wenn ich dran denke, wir haben damals, als ich noch bei Zalando war, haben wir Outlet Store Köln gehabt und da hatten wir Doorman gehabt als Sicherheitsmitarbeiter.
der ist vielleicht in der Woche, ich über oder untertreibe jetzt mal, 10 Mal gefordert gewesen, vielleicht 20 Mal. So, und dann war von diesen 20 Mal in 99,9% der Fälle, dass die Kasse irgendwie vergessen hat, die Warensicherung abzumachen, und seine große Herausforderung an dieser Stelle war vielleicht gewesen, die Ware wieder zusammen mit dem Kunden an die Kasse zurückzubringen, Kassenbon zu prüfen, entsichert und fertig. So. Und jetzt haben wir ja plötzlich eine ganz andere Situation, um einfach bei diesem Gedanken Einzelhandel zu bleiben, wobei ich da noch einen zweiten Gedanken habe. Jetzt ist es ja so, jetzt würde ich mal behaupten, und dafür gibt's ja schon einzelne Studien dazu, die sagen, einfach die 3G-Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Diebstahlquoten im Einzelhandel deutlich zurückgehen werden. Ist ja auch logisch, so ein Besuch im Einzelhandel oder Besuch eines Geschäfts ist ja kein anonymer Vorgang mehr an dieser Stelle, weil ich muss mich ausweisen, ich muss meine App vorzeigen oder mein Impfzertifikat oder ähnliches, und das sorgt einfach dafür, dass ich bestimmte Täter abschrecken. Aber gleichzeitig habe ich halt genau diese A, permanent diese Interaktion auch mit dem Kunden. B, ich habe immer wieder dabei, das beobachte ich ja selber, wenn ich in so einer Schlange stehe, Leute, die der Meinung sind, sie müssten jetzt darüber diskutieren, ob 2G, 2G Plus, ob geboostert oder ähnliches, jetzt hier an der Stelle eine gewisse Relevanz spielt. Und drittens, dann komme ich genau in diese Konfrontation, die Politik, auf die meisten, und da würde ich mich an dieser Stelle gar nicht ausschließen, vielleicht auch eine gewisse Wut innehaben, weil irgendwie das Rad irgendwie permanent neu erfunden wird oder wir nicht vorankommen oder die Verordnungen sich schon wieder ständig wechseln, die ist halt nicht erreichbar. Und dann ist es halt als derjenige, der als schön, als Handlanger in der Ausübung das auch dann im Vordergrund steht. Und das würde ich jetzt mal als These, ich gebe dir vollkommen recht, dafür, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwann Studien gibt, ich gehe mal ganz stark davon aus, eher nicht, weil dafür sind wir in der Branche zu irrelevant an dieser Stelle, oder nicht die Branche ist zu irrelevant, dafür das vielleicht mal auch gesamtheitlich zu betrachten. Interviews machen mit den Mitarbeitern, das wäre vielleicht die Lösung, im breiten Stil, ja. Okay, entschuldige. Nee, aber genau das ist es ja, ne? Und jetzt nochmal rüberzugehen, vielleicht auch zu dem zweiten Argument, was du sagst, Onlinehandel. Ich habe das tatsächlich jetzt im Anfang des Jahres auch erlebt, dass teilweise, ich glaube an zwei Stellen, das ist jetzt auch jetzt nicht repräsentativ, aber es war so bezeichnend gewesen, ne? Wir hatten zwei Teilnehmer in zwei unterschiedlichen Akademien, die in der Sachkundevorbereitung waren und die von heute auf morgen verschwunden sind und wirklich verschwunden sind. Was haben die gemacht? Die sind zu UPS und DHL gegangen, weil die plötzlich dann einen Bedarf haben. Es ist ja nicht so, dass nur der Onlinehandel dann davon profitiert, sondern auch alle anderen, die ganze Logistik profitiert an dieser Stelle. Und dann werden dann plötzlich wieder ganz andere Gehälter gesammelt, gezahlt und wieder attraktiv im Kontext des Mindestlohns. Wobei ich auch glaube, und korrigiere mich da gerne oder gerne auch deine Meinung dazu, ich glaube auch, das ist wieder von der Branche, von der Sicherheitsbranche und von den Sorgen aus im Rahmen des Pressegesprächs einfach zu kurz gedacht. Weil natürlich wird vielleicht der örtliche Einzelhandel zurückgehen und weniger relevant sein. Aber der Konsum, gehen wir mal davon aus, auch hinsichtlich der Inflation oder ähnliches, der wird gleich bleiben. Das heißt, das, was momentan vielleicht der örtliche Einzelhandel noch abdeckt, verlagert sich nur dorthin, dass wir mehr in den Onlinehandel gehen. So, aber wenn ich mehr im Onlinehandel habe, dann müssen die ja auch praktisch mehr Warenhäuser, Warehouses, Logistik etc. Das heißt, es entwickelt sich ja da ein ganz neues Tätigkeitsfeld, wo ich vielleicht, und das wäre jetzt die nächste These, tatsächlich auch deutlich stärkere Gewinne machen könnte. Einfach deshalb, weil es ist das eine, ein Dorman vor DM, vor Zara, H&M oder sowas zu stellen. Aber wenn ich dann plötzlich ein neues Lager habe, da werde ich nicht darum rumkommen, da vielleicht pro Schicht 10, 20 Mann zu haben, plus Technik, plus allen drum und dran. Also eigentlich doch... Ja. Nein, also, gesagt, ein Vorteil das für den Online. Da hast du sicher recht, ne? Also dass da in den Bereichen neue Jobs entstehen, beziehungsweise vielleicht auch besser bezahlt wird. Ja. Weil jetzt so Konzerne wie Amazon, DHL oder so dann auch bereit sind, bessere Löhne zu zahlen. Ja. Auf alle Fälle. Ne? Und ja, kann ich mir gut vorstellen, ne?
Also ich würde dir da zustimmen jetzt einfach mal. Ja. Da gibt es mehr Angebote und das ist für die Leute sicher auch interessanter, ja, die Beschäftigten. Ja. Und vielleicht nicht nur wegen dem Gehalt. Auch Ja. weniger konfliktreich Ja, höchstwahrscheinlich. eben, Genau, ja. also es sind die Weil das sozialen ist ja kein Faktoren. Bereich, wo du mit laufendem Publikum konfrontiert bist. Genau. Und da hast du natürlich dann einen kleinen Bogen zu den anderen Bemerkungen von dir zu schlagen. Dort, wo Sicherheitspersonal vermehrt in Zukunft, jetzt und in Zukunft, sagen wir, in Konfrontation mit einem Gegenüber gerät, ja, da kann ich mir eben vorstellen, ja, also da sind dann auch meistens die Auftraggeber eben die öffentliche Hand. Und dass dort ein Interesse besteht, dass man da tatsächlich gute Leute hat, gut ausgebildete, gut qualifizierte, ja, und dann entweder tatsächlich doch mehr bereit ist zu zahlen oder diese Lösung, wir schaffen uns die Leute selber an. Ne? Oder die Modelle, die es auch da gibt. Jetzt München, das erinnert so ein bisschen an die Luftsicherheit da in München, ne? Ist ja auch ein Unternehmen des Landes, wahrscheinlich so ein ähnliches Modell da angedacht. Ja, und oder bei den ganzen, die heißen ja immer ein bisschen anders in den Bundesländern, Stadtpolizeien, Außendienstmitarbeiter und so, wo es oft das Modell gibt, dass man das Personal sich ja von privaten Dienstleistern holt. Ja. Ne? Also in Wobei, den also. Bereichen, glaube ich, weil da ist aber auch die Gesetzeslage dann schon ein bisschen eine andere, da gibt es dann schon mehr Anforderungen, ja. Anderes Personal. Es ist natürlich nicht unproblematisch, die jetzt Frankfurtes Oberlandesgericht das Urteil, ne, dass es nicht so einfach geht, dass sich ein Ordnungsamt dann so privates Personal holt und die zu Höchstbeamten erklärt. Aber das zeigt dir nur, dass es solche Versuche gibt, ne, dass die öffentliche Hand, der kommunale Staat da versucht, Modelle zu entwickeln, die kostengünstig sind, aber gleichzeitig auch, naja, die Leute zu mehr befähigt, ja, als jetzt eben nur als Dorman rumzustehen.